Moinsen! Da sind wir auch schon wieder. Neues Video, neues Glück. Wie im letzten Video schon, heute wieder eine weitere Sorte vom Hawaii Tobacco, der zurzeit noch nicht auf dem Markt erhältlich ist, aber in einigen Facebook-Gruppen, glaube ich, schon kursiert. Mhm. Haben wir etwas zum Riechen? Nein, haben wir nicht. Wo ist das? Ich hol was zum Riechen. Also ich meine, ich hätte sicher genug zum Riechen, aber... Ja, aber nicht... Und dann hohen Mal ich erzählen. Steht da hinten noch? Ja. Während der Mike was zum Riechen holt, was sich jetzt verrückter anhört, als es eigentlich ist. Im Setup natürlich meine schöne neue Predator mit Powerball RT, Lotus und einen dicken Klotz Aldoran. Im Kalut Lotus. Ich bin immer noch der Meinung, im ersten Augenblick riecht der für mich nach diesen Red Kaugummis. Aber da ist ja kein Zimt drin. Also erstmal vorab, um euch nicht zu verwirren. Wir testen heute den Hawaii Bubblegum, nein, Fresh Mint Bubblegum. So. Ich weiß nicht warum. Und Mike sagt schon, vom Geruch erinnert das ihn an Big Red Kaugummis. Aber da ist null Zimt drin. Ich weiß nicht, was bei mir verkehrt ist. Ich bin der Meinung, das geht eher in diese richtig süßen Bubblegum-Richtung. Also für mich, mein erster Gedanke war Lajalina Bubblegum. Diese kleinen bunten Dinger, die ihr früher für 10 Pfennig aus dem Kaugummi-Automaten ziehen konntet, wenn ihr euch dran erinnert. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, aber richtig lecker. Richtig lecker. Aber als Kind immer versucht, so wer die meisten im Mund kriegt, so 20, 30 Stück und dann ordentlich kauen, da freut sich der Zahnarzt. Was? Ist so. Preise. Haben wir noch nichts genaueres gefunden. Wir haben jetzt einfach mal, also wird in der Schweiz produziert, der Tabak. Deshalb haben wir Preise gefunden in Schweizer Franken, haben das einfach mal umgerechnet. Gibt's in den Größen 1 Kilogramm, 250 Gramm und 100 Gramm. Kilogramm kostet ungefähr 65 Euro. 250 Gramm kostet 23 Euro und 100 Kilogramm, 13,50 Euro. Das ist mal knaller Preis. Nein, 100 Gramm, 13,50 Euro. So. Ja, vor allem 100 Kilogramm Tabak. Wie sieht denn dein Regal aus? Ja, kannst du Thor's Hammer noch aufhängen. Ja, doch, das stimmt. Also Social Smoke nicht aussprechen. Verdammte Axt! Jedes Mal! Social Smoke. Ja, genau, der Tabak, davon 100 Kilo, hätte schon was. Aber ich glaube, selbst dann ist der irgendwann, da hast du keinen Bock mehr drauf. Oder wie du ihn nennst, Shoto Smook. Ja. Ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, ohne Witz. Oder Fudum. Ich würde ja sagen SS, aber das kann man auch falsch auffassen. Ja, ist einfach so. Wir driften ab. Okay, alles klar. Wir fassen uns wieder und zurück zum Video. Geruch haben wir gesagt, ist halt einfach für mich süße Bubblegums, diese kleinen Kaugummis. Die gab's auch von Hitchler oder so hieß die Marke. Von Hitchler jetzt drin. Nein, jetzt auch nicht. Jetzt driften wir echt ein bisschen. Die Marke heißt Hitchler. Hitchler. Ja, tut mir leid. Zusammen mit dem SS und dem. Ja, nein. Nein. Hitchler. Marke, Kaugummi, Süßigkeiten. So. Das ist was ganz anderes. Okay, während Mike sich wieder einkriegt, Rauchentwicklung könnte stärker sein, ist aber nicht schlecht. Also lässt sich einfach sehen, es ist schöner, leichter Rauch. Was mir jetzt gerade richtig aufgefallen ist beim Einatmen, da verschwindet wieder diese Süße. Ihr habt dann erstmal so richtig... Knallerminze. Ja, richtig Knallerminze, also so Spermin-Kaugummis. Aber angenehm frisch, also jetzt nicht so wie so Alfacha-Minze, Alwaha-Minze, sondern so richtig Spearmint. Also so man merkt richtig, die Kühle hier im Hals wird richtig frostig. Ja. Da möchte man sich gleich einen Schal anziehen. Ja. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich da auf Big Red Kaugummis kommen konnte. Irgendwie ist das total falsch, aber wie Kalle schon sagt, ihr habt beim einen mal echt so eine derbe Minznote. So halt frisch. Ja. Die Süße ist weg. Und dann driftet es aber ab beim Ausatmen. Ja. Wieder in die Süße. Ja. Dann ist das so eine Mischung, wie diese gab's doch von Wrigley's, diese Juicy Fruit oder wie die heißen. So die Richtung ist das. Mhm. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache. Also durch diese zwei Komponenten ist echt geil. Erst haut euch richtig die Minze ins Gesicht und dann hinten im Abgang kitzelt sie euch dann nochmal mit so einer leichten Süße, so Zuckerbrot und Peitsche.
ja, ist einfach, ist eine schöne Kiste, runde Sache. Mhm. Also ich würde mir auf jeden Fall kaufen. Ich bin mir noch nicht sicher. Also er schmeckt nicht schlecht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn kaufen würde. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber also ich muss sagen, vom Bubblegum, so, den ich bis jetzt geraucht habe, finde ich ihn am besten. Der von Mallas, der war auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich finde Mallas am besten. Der war auch geil, aber Layalina zum Beispiel war gar nicht meins. Nee. Al Jazeera Bubblegum war auch gut, aber es hatte so einen typischen Al Jazeera, ja, Beigeschmack. Also irgendwie hat Al Jazeera so einen komischen Beigeschmack. Ich hatte zwei Sorten von Al Jazeera und die haben alle so einen komischen, ja, so eine komische Beinote gehabt, die ich nicht beschreiben kann. Was jetzt nicht heißt, dass es schlecht ist. Al Jazeera, der ist echt nicht schlecht. Aber der hier gefällt mir einfach besser. Es ist einfach harmonischer. Durch diese zwei Komponenten, wirklich erst diese Minze und dann diese sanfte Süße. Das ist einfach echt eine schöne Kiste. Ja. Danke auch nochmal an Victor für die Shots. 3 Stück hat er uns geschickt. Wir haben noch Orange Mint im Schrank liegen. Kanal werden wir auch euch nochmal verlinken. Mhm. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist ein vernünftiger, solider Tabak. Einzig der Preis stört mich wieder so ein bisschen, aber wie im letzten Video schon erwähnt, ich hoffe, das passt sich noch so ein bisschen an. Ja. Weil jetzt, sagen wir mal, 250 Gramm für 23 Euro ist dann schon wieder so die Kiste, so wie Amy Gold und so weiter. Ja. Ja. Ist schon belastet auf jeden Fall das Portemonnaie auf Dauer. Ja. Ist nicht billig. Und da gibt's dann natürlich wieder andere Sachen. In der Preisklasse hat man dann natürlich wieder, ne? Aber ansonsten, Probierempfehlung auf jeden Fall, Kaufempfehlung von meiner Seite. Ich entscheide mich, kann mich dieses Video nicht entscheiden. Mike kann sich nicht entscheiden. Ja. Gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Nee. Ist eine schöne Sache. Ich würde mir auf jeden Fall kaufen. Ja, schlecht ist er nicht. Ja. Bevor wir das Thema jetzt hier tot reden, geben wir einfach ab zu unseren Kollegen in der Endcard. Schönen guten Tag. Danke für die Übergabe an uns. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, denn ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wenn noch nicht getan, lasst uns auch gerne ein Abo da und teilt das Video mit euren Freunden auf Facebook. Und oder auch nicht. Oder auch nicht, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nicht. Aber es wäre toll, es wird uns freuen. Wir wollen keinen zwingen, aber es wäre gut. Ja. Es gibt das lebenslange Shisha-Verbot. Das drohst du jeden Abend, hast du es noch nie durchgezogen. Ja, es ist auch einfach total bestialisch, lebenslanges Shisha-Verbot. Du drohst es aber jedem an. Das ist hart. Ja, ist scheiße. Aber zum Drohen hilft es. Ich würde es euch nie antun. Es ist einfach, ich könnte es... Nicht übers Herz bringen? Nein. Aber ich drohe es euch erstmal an, also... Teilt uns, abonniert uns und gebt einen Daumen nach oben, sonst gibt es lebenslanges Shisha-Verbot. Bis dahin, haltet die Ohren steif, guten Rauch, Freunde, guten Geschmack. Wir sind raus.